Luftbildaufnahme mit Drohne. Präsentieren Sie Ihre Immobilie oder Ihr Event aus der Vogelperspektive. Schnell und effizient, professionell und preiswert. Fliegenderkameramann.de. Hallo, wir sind im Bochum, im Bermuda-Dreieck. Und wo sitzen wir? Im Flashbacks. Und warum? Weil es einen Jahresrückblick gibt. Den Jahresrückblick 2019 mit Themen, die uns alle bewegt haben. Zum Beispiel Plastik. Immer weniger Leute benutzen beim Einkauf Plastiktüten. Ja, das sind ja gute Nachrichten. Auch ein großes Thema, der Brexit, klar. Und ich habe mir mal ein Karnevalskostüm dafür ausgedacht. Wolltest du nicht schon vor 3 Stunden gehen? Auch ein dickes Thema, Greta, Fridays for Future. Auch in Bochum wurde demonstriert. Und man fragt sich ja, wie sind die Kinder zur Demonstration gekommen? Wenigstens einer in der Familie, der sich fürs Klima interessiert. Auch ein Problem 2019, das Plastik im Ozean. Die Ruhr, die ist ja noch relativ clean, aber im Meer, da schwimmt schon Ariel, die Leergutfrau. Aber was wäre ein Jahresrückblick ohne den VfL Bochum? Ja, das war natürlich ein bisschen schleppend am Anfang der Saison. Und im Wartezimmer beim Psychologen, da war einiges los. Mein Wartezimmer ist voll mit Männern, die von einem Dreier träumen. Ähnlich erfolgreich wie der VfL, die SPD. Und die haben dieses Jahr ein Recht auf Homeoffice gefordert. Ich weiß aber nicht, ob das für jede Berufsgruppe wirklich was ist. Ich mache heute Homeoffice. Auch die Mieten im Bochum-Ehrenfeld steigen und ich habe mir gedacht, da brauchst du doch ganz besondere Makler. Wir vermitteln nur Objekte mit Mietpreisdeckel. Marx, Engels und Völkers. Auch traurige Dinge sind 2019 passiert. Karl Lagerfeld, ganz plötzlich verstorben. Das kam so überraschend, da konnte selbst Gott sich nicht mehr umziehen. Nicht dein Ernst. Hey, dein Tod kommt für uns alle überraschend. Kerr, wie kommt man jetzt von Karl Lagerfeld auf Bombenentschärfung? Ich weiß es auch nicht, aber ich habe einen Cartoon dazu gemacht. Die Bosis haben Geburtstag gehabt, die Bochumer Symphoniker. 100 Jahre sind die geworden. Auch ein Thema, was die Bochumer bewegt hat, die E-Roller, die E-Scooter sind in der Stadt oder liegen hier überall rum. Mama, bekomme ich einen E-Scooter? Du hast doch schon einen Deo-Roller, der nur rumsteht. Und zum Schluss vom Jahresrückblick noch eine Rätselfrage. Was haben VfL-Heimsiege und der Brexit gemeinsam? Das war mein Flashback 2019 im Flashbacks. Prost!